Oh, irgendwas mit meinem Auge. Ja, aber das ist zwar nicht schlecht in RT, aber ich benutze sie gerade nicht. So. Aber er benutzt sie wahrscheinlich gleich. Irgendwie brauche ich doch mal Glück, hey. So. Triana für Immunity. Nehmen wir noch Ciara. Ja, und ich bann Tiana, eh klar. Er bannt Ciara. Mach mal Resistance Lead. Arthur ist maxed und Oki ist auch fast max Accuracy. So, Turn 1 kriegen wir eh. So lohnt sich sein Genny, sein Gemini zu reducen. Reset Genny. Okay, Verrat kommt dran, macht Zero, eklar. Rika kommt dran. So. Welcome to Sleep City. Dann cleanse mal Lauren. Und kill den Gemini hoffentlich. Okay. Dann werden wir das auf Genny gehen. Und wollte gerade sagen, hoffen, dass der nicht irgendwie weiter procken da. Soll ich stunnen? Nein. Scheiße, vielleicht hätte ich doch stunnen sollen. Aber. So, naja, lass weiter auf Genny gehen. Tja, so viel zum Stun. Okay. Chill mal Rika bitte. So, wir killen Genny. Sleep. Nö. Resetten Rika. Und wir raten den und den Mini-Freeze. Was geht ab mit der Rika hier? Ah jo. Verliere ich jetzt gegen Solo Rika, hm? So. Hat Triana Heal ready, ich hoffe. Okay, hat sie nicht. Könntest du vielleicht Vioprocken? Nein. So, er macht wieder Zero, ist okay. Oh shit. Sleep. Okay, reset. Nein. Procken Vio.
Was geht mit der Rika ab, ja? Aber meine Triana ist auch nicht schlecht, ha? Das Blöde ist einfach nach wie vor, mein Oki hat halt leider überhaupt keine Skill-Ups. Und irgendwie so Oki ohne Skill-Ups. Nicht so wild leider. Allein der Stun hat nur 25% Chance zum Stunnen. Mit Skill-Ups glaube ich 40 oder so. Also hier okay, ne? Oh, er pickt Eagle. Und Dings da rum ist da. Also ich bann schon mal Eagle, außer sein Last Pick ist jetzt irgendwie sowas wie, weiß ich nicht. Ja, ich bann ihn trotzdem. Oder? Naja. Okay, er bannt Perna. Schauen wir mal, ich habe halt jetzt so kaum Heal oder irgendwas. Okay, full will to. Okay. Scheiße. Ciara. Naja, Ciara und Molong halt jetzt, ne? Brauche ich eh nicht irgendwie heilen. So, jetzt lass auf Ciara gehen. Ach komm, hier, Defense Break. Das Triana resetten. Und ja, was soll's, lass weiter auf Ciara gehen. So, Strip. Fran Heal. Ja, natürlich Fran Heal. Oh, komm. Nein. Okay, das wird glaube ich nichts mehr. Spätestens wenn Molong wieder Reckless hat. Okay. Oh mein Gott, minus 20. Ja, das ist ja so ein scheiß Fighter 3 Noob hier. Oh mein Gott, hey. 20 Punkte, hey. Dafür brauche ich 4 Wins oder was? Nein, ich hätte irgendwie, weiß ich nicht, einen Wooser oder irgendwas nehmen sollen.
20 Punkte, lächerlich. Kann ich nicht so 5 Punkte verlieren und 20 Punkte für einen Win kriegen? Nein, das ist genau umgekehrt. Oh Gott, ja. Oh, was nehmen wir da? Lohnt sich Genie? Ja, Genie ist immer gut, oder? Und tja, ich muss irgendwie Egel bannen. Schauen wir mal hier, vielleicht könnte man gleich irgendwie so Turn One irgendwas One-Shotten, wenn wir Glück haben. Okay. Hearthstone strippen. Und resetten. Oh, Lich. Prop Nummer 1. Okay, lass am Lich gehen, weil sonst. Ah ja? Nein. Na gut. Lass Diana. C10. Triana resetten. Sleep. Defense Break am Lich und du killst Burner. So, dann machen wir Immunity wegen Illusia, dass sie nichts freezen kann oder so. Und Control Diana weiter. Ja, Lauren ist so geil einfach. Wenn Lauren irgendwie mal so funktioniert, dann ja. Resetten Hathor wieder. Und Defense Breaken dich. Oh, schade. Na, immerhin hier 11 Punkte. Dafür, dass ich 20 verliere. So übertrieben einfach. Also irgendwie so auch so. Guardian, glaube ich, kann ich komplett abschreiben, falls ich nicht super lucky irgendwie bin, aber. Irgendwie so C3 möchte ich irgendwie schon wieder hier. Mir sind eigentlich hier die Auren fast schon wichtiger als der Skin. Hey, schau mal. Dr. Manhattan aus Brasilien. Ich hasse diese Eagle-Picks hier. Ich banne ihn eh und mache dasselbe Spiel irgendwie wieder, ne? Oder? Naja, was. Eagle ist einfach zu overpowered. Okay, schon mal kein
kein Reset von Genny, aber wir haben ja noch Oki. So, okay, Shieldrunen auch noch. Wow. Tja, lass stunnen. Glaube ich besser. Word hätte sogar revenged. So. Okay, dann brauche ich auch nicht Immunity machen. Kannst du jetzt resetten? Nein. Okay. Scheiße, ich glaube, jetzt bin ich im Arsch, ne? Es liebt mich. Oh Mann, hä? Wäre halt schön gewesen, wenn wir Hearth resetten hätten können. Aber ich glaube, jetzt kommen wir eh nie wieder dran. Okay, der auch keine Skills ready, gar nichts. Via Proxyara. Ach. Was wäre gewesen, wenn Lauren gestrippt hätte oder Oki resettet hätte? Was wäre wenn, ne? Ach. Ja. Na, ja, okay. Okay. Was wäre gewesen, wenn ich resettet hätte? Na komm her, was picken die Leute auch immer so lange, das verstehe ich auch nie. Wow. Na pick doch deinen Pinguin her. Schauen wir mal, ich glaube, ich pick nämlich nochmal Oki jetzt. Oh, mit dem. Okay, Bantriana. Ich hätte mal irgendwie gerne einen, so der überhaupt keine Will-Runen hat. Das wäre mal cool.
Wow, hier. Ewig langer Loading Screen. So. Pushback Word. Kein Revenge, danke. Reset Toughness. Und der fucking Glitch Proc schon. Fran prockt auch, sehr gut. Glanzinger Florin, na nice. Und der Lich prockt schon wieder. Okay, Reset Fran. Stun. Ich brauche irgendwie meine Lauren, die muss überleben. Keine Ahnung, warum nicht. So. Ja, lass nochmal sleepen, ist egal. Ach komm, warum proppt der Bio, weißt du? Jetzt killt er halt meine scheiß Lauren. Resisted. Oh Mann. Wahnsinn, was er schon wieder geprockt hat. Hörner Diana und was noch? Die alle mit dem Kack-Glitch jetzt ankommen. Ich habe mir auch irgendwo mein Lich. Speed. So, Ban Triana wegen Immunity. Ja, toll. Jetzt wünsche ich wieder, ich hätte Diana gebannt.
Jo, Zeus. Tja, muss aber an dir liegen. Glaube ich zumindest, oder? Squishy Lich. Aber jetzt geht er auf meinen Drecksegel. Natürlich. So. Tja, Diana wird nie wieder drankommen, Junge. Kann nicht so jedes Match sein hier, wirklich. So chillig einfach. Okay, hat Overpowered Lich revived, aber macht nichts. So, wir killen Diana. Stücken Defense oder auch nicht. Ferner eh tot. Jo. 20 Punkte für sowas mindestens. Oh Gott, ja. Wenn ich dann so mit Bastet anfängt. Ich habe halt überhaupt irgendwie keinen Counter für diesen Cleave. Okay, kein Cleave. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie so Draco und sowas. Was pick ich? Was pick ich, was bann ich? Eigentlich möchte ich was dead bannen, aber schauen wir mal, ob meine Lauren trotzdem outspeedet. Aber ich glaube fast nicht. Und ich glaube, irgendwas wieder dann killen, Turn 1. Oh, fast, ja. Tja, wird wahrscheinlich meine Lauren killen. Okay. Kann ich so lucky sein und irgendwie Ciara strippen, okay. Ja. Aber er prockt natürlich eh Vios. Tja, und wie soll ich da jemals irgendwas jetzt killen ohne einen Deathbreak oder so? Das schauen wir mal.
1000 Damage gerade von Werner. Dann reset mal dich. Vielleicht killen wir doch noch was, ha? Huh? Endlos Sleep oder so. So, resetten wieder Half. Oh, das heißt, wir haben wieder Sleep. So, gute Nacht. Okay, Sierra resisted. Ja, dann reset man einfach Sierra. Scheiße, Mann, das ist so overpowered, wenn das mal funktioniert. Aber bei mir funktioniert irgendwie Genny Hearth auch so gut wie nie. Oh shit. Aber Dings hat eh keine Skills. Ah, oh. Bombe, ne? Geht doch nicht. So, Kill. So overpowered hier. Da würde ich so, da würde ich irgendwie, das ist so ein Moment, wo ich so richtig durchdrehen könnte. Wenn ich auf der anderen Seite wäre. Ich könnte doch nie an irgendeinem Turnier teilnehmen, hey. Ganz ehrlich. Stell dir vor, irgendwie so, weiß ich nicht, spielst du im Finale oder so, um die paar tausend Dollar, was da geht, und dann gegenüber proppt dich jede Runde halt irgendwie weg. Raccoonie und Diana. Muss ich den Paladin bannen? Wahrscheinlich schon, ne? Oder wollt ihr sehen den Paladin, ha? Sonst bann ich, dann bann ich da eh, ne? Ja. Ich bann da eh, ne? Naja, war eh klar, dass er mein Defense Breaker bannt. Ich meine, ich glaube zwar, dass. Naja, irgendwann wird Perna den Paladin killen, aber. Ah, Lauren ist einfach so overpowered, deswegen bannen ihm alle Lauren. Dann Egel, ne? War eh klar. War eh klar. Ja, was soll's? Kann Egel rausprocken? Ach. Vioproc wäre gerade so mega gewesen. Egal ob von Perna oder Eagle.
Ah, ist Jonham. Schau mal, was ist schon wieder Procte und behindertes Glancing. Wahnsinn, hä. Na kommst dann mich. Danke, dass ich auch mal drankommen darf. So, Reset Yonhong. Ja, Revenge. Kommt Crit wenigstens. Kill. Danke. Ach, hör mal auf, hey. Nervst mich. Ey, Jon und Proc, der wie gleich jede Runde, ne? Tja, Crit, fick dich, hä? Perna kann auch procken. So, Branding auf Raccoonie, das heißt, wir killen dann Raccoonie, außer der Paladin. Schau mal jetzt. Jetzt kriege ich meine Vile Procs. Tja. Paladin versus World, ne? Das wollten wir ja alle sehen, oder? Oh Gott, ja. So, kannst du das Shield? Naja, easy. Sogar Eagle bricht das Shield. Okay. So, lass. Lohnt sich Perna zu resetten wegen zweiten Skill? Kein Attack Buff. Okay, hat sich nicht gelohnt. Aber ja, ich glaube nicht dran, dass der Paladin das irgendwie gewinnt. Ganz ehrlich. Ich setze mal jetzt wieder tot sein. Jo. Also doch nicht so overpowered. Team Biohazard, Kings never die. Yay. Ja, manchmal. Jo, morgen Spring Break. Manchmal funktioniert es echt. Ich sag mal, alles irgendwie so nach Plan, auch wenn irgendwie nicht übermäßig Vioprox dabei sind, aber manchmal funktioniert halt gar nichts. Ich habe gestern gegen den Fighter 3 verloren. War ja auch total lächerlich. Was hat er gepickt? Leica, Molong und dann weiß ich nicht was noch. Und Leica war auf Vio und hat 3 Runden hintereinander Vios geprockt. Was nicht mal das Problem gewesen wäre. Das Problem war einfach, ich habe irgendwie so Genny Hathor gepickt. Und es wurde alles von mir resistet. Scheiße. Ha.
Resist. Kein Vileplume, Vanessa. Rip Speed Tuning hier. Oh, jetzt kommt Viral Proxy, wenn man sie nicht braucht. Fuck. Komm, Strip. Und da ist er wieder voll. So, Reset Vanessa. Dann können wir den guten Daphnis killen. Wahnsinn, ich meine, Triana prockt ja auch so viel eigentlich. Das Schlimme ist, ich finde gar nicht, dass die Vioprocs das Schlimme sind. Ich meine schon auch, ja. Aber halt. Was ich immer sage, wegen Resisted und so, weiß ich nicht. Wenn ich mit Hathor jemanden sleep und danach prockt aus dem Sleep raus, so, keine Ahnung. Wofür habe ich gerade Sleep gemacht, so, weißt du, so, hätte ich auch einfach nichts machen können. Weiß er nicht, was er picken soll. Oh mein Gott, was ist da? Oh. Ja, pick sie bitte nicht. Wow. Was habe ich irgendwie noch an Feuer? Ich sage, ich scheiß drauf und ich. Wo ist er? Er ist richtig crappy, mein Lich, aber. Jo, ich mach's trotzdem. Ich muss, glaube ich, einfach Hathor bannen. Huh? Bleibt mir nichts. Welch ein Wunder, dass er meinen Feuerlich bannt. Ich habe Bastet schon. Ich habe, glaube ich, sogar eine Dupe Bastet. Also, ich habe eine Bastet schon gefeedet für Crystals. Glaube ich zumindest. Na, nice Proc hier. So, wir gehen natürlich auf Word. Wäre so geil, Pörner, wenn du so viel Damage machen könntest, dass Word umfällt. Okay, never mind. Tja, was soll's. Wird nicht genug Damage sein. Genny wird dann noch. Ach komm, hey. Genny wird dann auch wahrscheinlich irgendwas resetten, ne? Kill. Nice. Jetzt wird wahrscheinlich Perna resetten.
War nicht so wild. Das ist so dreckig. So. Das war ja. Also wir können auf Diana gehen. Tja. Scheiß drauf, Diana wird nie wieder drankommen, Junge. Warum Ego so gut ist? Ist halt einfach dreckig overpowered. So, er hat gerade Full Attack Bar gestrippt von Fran, ja. Deswegen hast du Full Attack Bar. Machst du zweiten Skill, kriegst wieder 50% Attack Bar. Er kriegt einfach halt Turns ohne Ende, ne? Dritter Skill hat, glaube ich, 3 Runden Cooldown, also. Du machst dritten Skill, strippst deine Attack Bar, kriegst Full Attack Bar. Das heißt, du hast schon mal einen nächsten Turn, das heißt, das dritte Skill hat schon nur noch 2 Runden Cooldown. Machst zweiten Skill, kriegst 50% Attack Bar for free. Ja. Geht halt ewig so weiter, ne? Also. Eagle ist schon mega overpowered. Kein Problem. Ich habe sogar Ego extra. Warte kurz, ich erzähl's, wenn er da fertig gepickt hat. Also allein die Rune hier. Das ist meine beste Speed-Rune so nebenbei. Oh Gott, was pickt der Junge da? Keine Ahnung. Warte, ich erzähle euch, was ich von Ego noch sagen wollte. Tja, ich bann einfach. Nein, ich bann Vanessa. Jo, ich bann Vanessa. Ah, oh, fuck. Ey. Ich habe gehofft, dass er nicht Lauren bannt, dass ich mit. Okay, ich glaube, das ist eh schon instant lose. Also, was ich wegen Ego erzählen wollte, ich habe mir extra dieses komische 75-Euro-Paket da gekauft, dieses 2000-Tage-Ding, dass ich Devil Mons kriege, dass ich Ego endlich voll kriege. Und dann habe ich. Dann habe ich um 800 Gildenpunkte diese komischen Schriftrollenstücke da gekauft. Damit ich den letzten Skill-Up endlich vollkrieg. Weil mir haben 4 Skill-Ups gefehlt, 3 Devilmons hatte ich. Und natürlich ist ein Skill-Up nicht in den dritten Skill gegangen, sondern in den ersten. So, Disperse dann. Bitte. Wow. Gratulation an den Lich. Trocken tut er nicht, Disperse deinen tut er nicht. Revenge deinen tut er auch nicht. Oh, schau mal. Oh. Komm, Litschi, mach mich stolz. So, wir gehen auf Oki. Siehst du?
Full Attack Bar. Jetzt machen wir einen zweiten Skill und kommen dann. Tiana wird zwar vorher dran kommen, aber sonst kommen wir wieder vor allen anderen dran. Und scheiß auf Tiana. So, Hilma. Bollwerk hat sowieso 5 Stacks. Reduce an Attack Bar von Bollwerk. Haben wieder Full Attack Bar. Killen jetzt Oki. Hey, Fran kommt auch mal dran. Tja, GG, ne? Das ist so geil. Und trotzdem bin ich 90 Punkte niedriger, als ich schon irgendwie vor ein paar Tagen war. Ja, na, Egel ist wirklich. Egel ist mega gut. Keine Ahnung, ob Hartho gerade der beste Pick war. Aber er hat halt keine Immunity, also falls Oki nicht resettet, nochmal Resistance Lead. Outspeeden kann man eh nicht. Bis auf einen komischen Lich haben eh alle Will-Runen. Kein Reset, komm. Na gut, er wird mich. Also, wenn er Will nicht strippt. Okay, er hat. Fran gerade resettet. Dreckiger Disperse dann. Das heißt, Hartho wird sich gleich freuen. Double Reset auf Dings am Donnerstag. Können wir Vanessa strippen? Boom. Will Rune gestrippt plus Attack Bar. So, dann gute Nacht, Freunde. Tschüss. Okay, gar nichts. So, brauche ich dritten Skill? Nein. Oh, aber Genny hat eh nichts ready. Also Ventilate. Stun. Ja. So, Attack Bar von Oki. Und wir gehen auf Word. Wenn es irgendwie mal klappt, ist echt so geil. Oh. Den hat man vorher schon. Wenn ich wüsste, was der gepickt hat, ich weiß es nicht mehr. Ach ja, Daphnis, hä? Hm.
Also ich pick Wusa, weil ich darf nicht bannen. Jetzt sonst rippt mir Monkey, aber. Und er wird mir Monkey eh auf meinen Eagle gehen. Eh klar. Wow. Wir haben kein Speedlead und sind trotzdem schneller. So, er strippt Eagle. Er strippt Triana, okay, warum? Okay, darum vielleicht. Tja. User resetten. Das ist so geil. Wir kommen noch mal dran. Können wir Vanessa gleich killen? Shit, wir kommen doch nicht dran. Okay, ich mach mal jetzt Greedy Play. Oh! Fuck. Okay, nur Triana gesleept. Lohnt nix. No. Oh, ist der Ziel ready? Natürlich. Oh, komm. Tja, Igor ist halt jetzt tot, ne? Monkey killt ihm halt nächste Runde. Kill ihn, hä? Oder critte wenigstens nicht. Ach. Tja. Run, glaube ich, hier wieder Heal, oder? Oh mein Gott, der Monkey. Ach komm, naja, was soll's. Man kann nicht immer Luck haben, ne? Letzten paar Matches waren ja recht gut für mich, oder? Oh, er schon wieder. Ah, scheiß auf Hathor hier. Er pickt jetzt hier sicher Hathor, ne? War eh klar.
Kackwassermonkey, hey. Ich bann den Affen. Ja, war eh klar. Fran ist halt die einzige mit Will-Runen. Ich vermute mal eh sein. Sein Daphne ist wirklich Fran one-shotten. Ungefähr so stelle ich es mir vor. Okay, ist auch. Das ist auch scheiße. Jetzt haben wir ja alle Will-Runen. Und halt Shields. Na, schauen wir mal. Na, Daphne ist wahrscheinlich, keine Ahnung. Mein Lich oder so killen, schätze ich. Ja. Nur hätte ich nicht den scheiß Affen gebannt. Ach, ja, schon wieder hier. So, Affenbannen. Scheiß. Bann da jetzt Vanessa. Aber okay, jetzt habe ich mal Lauren. Jetzt kann ich sein. Darf das wenigstens controllen, hoffe ich zumindest. Strip. Dankeschön. Bitte Sleep Perner nicht. Wobei ist auch egal. Tja. Mach's gut, Daphnis. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, können wir den Attack Bar klauen? Noch nicht ganz. Sleep. Sleep, Triana. Okay. Was wake mit dem. Ja, das Perner. So, Stripped Eagle, aber kein Stun. Wir klauen Attack Buff von Fran. Okay, einer wurde resisted leider. Oh. Bioproc. Tja, einmal Lauren nicht bannen, schon GG, ne? Aber er versucht sogar noch. Warum, Junge?
Tja, du stirbst trotzdem. Eigentlich voll bitter, ne? Was hat er bekommen bei mir? Irgendwie so 4-5 Punkte oder so, glaube ich. Aber es reicht nicht. Ich brauche, weiß ich nicht, 40 Punkte für einen Win oder so, dass ich mal irgendwie wieder hochkomme. Eigentlich sollte ich auch, ich sollte Pern eigentlich auf Slot 2 eine Dings geben für Alti, eine Speedrune. Wäre, glaube ich, besser auch. Auf jeden Fall Tiana Bann. Wie immer natürlich. Puh. Irgendwie glaube ich, dass Wooster gleich zu langsam sein wird. Okay, doch nicht. Mit Speedlead her, der ist so slow. Wahnsinn. Tja, Kleinsimmer ist sowieso tot. Ja. So. Sleep. Sleep. Wenn es nicht beim ersten Mal klappt, dann im zweiten Mal. Okay, kein Revenge. Davor hatte ich gerade irgendwie Angst. Aber ein Vioproc. Noch ein Vioproc. Wow. Noch ein Vioproc. Na gut. Ach. Irgendwas hier. Der Lauren ist eh tot. Was ist wirklich? Das regt mich schon wieder auf. Das ist schon wieder Bullshit. Bullshit ohne Ende sowas. Kill. Tja, Perna keine Immunity mehr, ne? Das heißt, jetzt kommt kein Oblivion. Schau, der proc't halt schon wieder. Was willst du dagegen machen? So lächerlich. Boah. Mega unverdient, dass er das gewonnen hat.
glaube, der band mein Lich. Nein, tut er nicht. Na dann, Lich, hey, mach mich stolz. Tja, 33% Speed Lead und meine Lauren ist trotzdem schneller. Nein, Triana ist nicht auf Crit Damage, aber Triana hat Enervil Runen. Also ziemlich viel Attack. Okay, Rip Triana. Komm, Proc Lich. Proc. Oh Mann, ey. Irgendwie dachte ich aber auch, dass Triana stirbt. Also ich kann hier meine... Hier, das ist Triana. Hat eben viel Attack, ne? Waren halt meine Enervil-Runen. Er band den Lich, ne? Na, was sag ich? Fuck! Ausnahmsweise mal eine Fastpass-Stat hier. Warum detonatest du nicht, Junge? Hey? Bist du behindert? Weh, du stunst mich. Ja, okay, jetzt weiß ich, warum er nicht detonated.
Ha! In your face. Toll. Na gut, wenn du Wire proppen könntest, Wusa, auch wenn du nicht auf Wire bist. So, das Triana resetten. Hey, Wusa, kommt mal dran. Okay, war ja Brock von Hathor. Tja. Hättest du mich mal vorher gekillt. Chill mit deinen Vioprox her. Oh Mann, hey. Kill. Gut. Wahnsinn, wie viele Bioproct. Vajo, 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 vajo. Noch ein Vajo, wirklich. Der wird es nicht mal verdienen, irgendwie zu gewinnen. Fick dich, Junge. So ein Bastard. Na gut, Leute. Oh, ich muss mal ein bisschen Pause machen. Ich brauche irgendwas zum Essen und. Jo. Aber danke fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich ja später nochmal.